Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie zur heutigen Mosse Lecture, die die vierte und letzte unserer Reihe in diesem Semester ist, Welt im Fluss. In dieser Reihe, das wissen Sie, stehen Flüsse im Zentrum, immer von der Welt aus oder von der jeweiligen Welt, die sich in den Flüssen spiegelt, die durch sie entsteht und genährt wird, qua Bewässerung, die durch sie strukturiert und umkämpft ist, Flüsse als Grenzen, die durch sie zugänglich wird, im Sinne von Flüssen als Wasserstraßen oder zerstört, Flüsse als Wassermassen. Dass Flüsse politisierte, historisierte und verrechtlichte Phänomene sind, haben wir im Verlauf dieses Semesters ebenso nachdrücklich gelernt, wie dass die Welt durch sie erzählbar wird, weil Flüsse als Gedächtnisorte und mythische Wesen verstanden werden, als Geschichtenerzähler auch. So hat in der letzten Woche, in der dritten Mosse Lecture, die britische Historikerin Janet Hartley über die Zähmung der Wolga gesprochen, weniger, aber auch mit Hilfe wasserbaulicher Regulierung, als vielmehr durch die Indienstnahme der Wolga für nationale und imperiale Funktionen, für Phantasmen einer Grenze zwischen Europa und Asien, für Bilder einer Mutter Wolga, die zugleich Russland mitkonstituiert. Ein anderer, sowohl mythisch als auch geopolitisch enorm bedeutsamer Strom war Thema der zweiten Mosse Lecture in diesem Semester mit dem norwegischen Geografen Terje Tvedt, der Nil. Die erste Lecture zu Beginn des Sommersemesters hielt die englische Hydrologin Hannah Cloak, Mitentwicklerin des europäischen Hochwasserwarnsystems EFAS. Sie hat hier im Senatssaal nicht nur von ihrer Arbeit berichtet, wie sich Fluten vorhersagen und in ihren Folgen mildern lassen, sondern auch davon, dass das EFAS-System im letzten Jahr vor der Flutkatastrophe im Ahrtal gewarnt habe und dass und warum die Warnung offenbar nicht angenommen wurde. Diejenigen von Ihnen, die Hannah Cloak in der Mosse Lecture nicht erlebt haben, kennen Sie womöglich aus anderen Auftritten, zuletzt vorgestern Abend in der Arte-Dokumentation »Die Nacht, als die Flut kam« zu den Überflutungen vor einem Jahr. Was sie aber hier in unserem Rahmen hervorgehoben hat, ist die Rolle der Imagination. Ein solches kleines blaues Glas haben wir alle während der Mosse Lecture von Hannah Cloak bekommen. Zum einen, um uns daran zu erinnern, dass das Wasser in ganz unterschiedlichen Dimensionen in Erscheinung tritt, die rasch wechseln können. Vom einzelnen dicken Tropfen bis zur Flut, von 70 Zentimeter Pegeln auf 5 Meter, ja auf 9 Meter. Aber um sich diesen Umschlag vom Tropfen zur Flut vorstellen zu können, braucht es eine Schulung der Imaginationsfähigkeit, so jedenfalls Hannah Cloaks Anliegen. Zum anderen tritt Wasser eben auch in unterschiedlichen Imaginationen in Erscheinung. Vielleicht hat Hannah Cloak mit ihrem kleinen blauen Glas nicht an Kleists grüne Gläser gedacht, die seine ominöse Kant-Krise ausgelöst haben sollen, dass die Welt nicht nur auch ganz anders sein könnte, sondern dass sie offenbar auch ganz anders ist, als wir sie wahrzunehmen in der Lage sind. Solche Diskrepanzen zwischen Wahrnehmung und Imagination gehören für Hannah Cloak ganz zentral zum Frühwarnsystem. Und heute haben wir einen Gast, der diese Imaginationen und ihre Realitäten noch intensiver kennt, beschreibt und befördert. Wir freuen uns sehr, dass Norbert Scheuer unserer Einladung gefolgt ist, die Mosse Lectures zu Welt im Fluss in gewisser Weise abzuschließen, die mit Blick auf die Flutkatastrophe eingesetzt haben. Denn Norbert Scheuer, das haben Sie seinem Lecture-Titel »Kleine Flüsse, große Fluten – Szenen vom Hochwasser in der Eifel« schon entnehmen können, beschäftigt sich mit jener Nacht vor einem Jahr, mit jener Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 und ihren Folgen. Wir werden gleich davon hören. Zuvor möchte ich Ihnen Norbert Scheuer kurz vorstellen. Einige von Ihnen haben ihn vielleicht heute schon erlebt, anlässlich des Flussspaziergangs, der heute Nachmittag
im Rahmen des aktuellen Open Humboldt Festivals stattgefunden hat, ein sogenannter Workshop zum Thema Flussgeschichten. Norbert Scheuer lebt in Keldenich, einem Ortsteil der Gemeinde Kall in der Eifel, bis vor einigen Jahren als Schriftsteller und als Systemprogrammierer. Jetzt steht das Schreiben im Vordergrund. Kall ist nicht nur Norbert Scheuers Wohn- und Schreibort, gelegen an einem Flüsschen namens Urft, sondern auch ein häufiges Thema oder sagen wir ein Grundraum seiner Romane, die diesen Ort mit seinen sozialen und historischen Schichtungen beschreiben und erschreiben, in der von Wasser und Bergen, aber auch von Industrialisierung und Krieg gezeichneten Landschaft der Eifel. Zu diesen Texten zählen Der Steinesammler 1999, Flussabwärts 2002 oder die Geschichtensammlung Kall, Eifel von 2005, aber auch der Roman Überm Rauschen, der 2009 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand, und Winterbienen, 2019 erschienen, mit dem Wilhelm-Raabe-Preis ausgezeichnet. Sie hören schon an den Titeln, dass Steine, Tiere und eben das Wasser die Landschaft und ihre Bewohner prägen. Das gilt auch für einen Roman wie Die Sprache der Vögel aus dem Jahr 2015, der nominiert war für den Preis der Leipziger Buchmesse, der in Afghanistan spielt und aus der Perspektive eines wiederum aus Kall stammenden Bundeswehrsanitäters im Afghanistan-Einsatz vom Krieg erzählt, indem er von Vogelbeobachtung erzählt, die der Protagonist mit Blick auf einen See täglich betreibt. In Norbert Scheuers Roman Am Grund des Universums von 2017 baut ein Betriebselektriker namens Lünebach in Kall in der Eifel ein Raumschiff, um bis ans Ende des Universums zu fliegen. Als er startet und über die Urft und den Stausee hinwegfliegt, heißt es, ich zitiere, aus den Bullaugen der Raumkapsel erblickte Lünebach Myriaden funkelnder Sterne, die über dem Stausee schwebten. Je höher er stieg, umso mehr erschienen ihm das Urftland und der See als Universum, das zu erkunden vielleicht ebenso reizvoll gewesen wäre wie Lichtjahre entfernte Welten. Durch eine Art Raumzeitkrümmung konnte er den See zugleich in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft wahrnehmen. Zitat Ende. Das Urftland als Universum und der zeitgestauchte See. So mag der Ausblick aus dem Bullauge der Scheuerschen Autorschaft aussehen. In seinem neuesten Roman Mutabor, der dieser Tage erscheint, wird daran erinnert, dass das Urftland, wie es heißt, vor Millionen von Jahren ein tropisches Meer mit Lagunen gewesen sei. Ich zitiere, mitten im verschwundenen urzeitlichen Meer, in den längst versickerten Flüssen und ausgetrockneten Seen liegt das Urftland und in ihm Kall wie eine verlassene öde Insel im Ozean der Zeit. Zitat Ende. Wenn es also in unserem Exposé zur Mosse-Lecture dieses Semesters hieß, Menschen, Flüsse und deren Evolutionsgeschichten stehen in Austauschbeziehungen, die erst in Ansätzen erschlossen sind, so verfolgt Norbert Scheuer für ein solches Vorhaben schon lange einen sehr eigenen Ansatz. Wir werden das jetzt hören. Ganz kurz zum Ablauf des Abends. Wir hören jetzt die Lesung von Norbert Scheuer, die ungefähr 60 Minuten dauern wird. Anschließend werden wir ein Gespräch führen, selbstverständlich gemeinsam mit Ihnen. Ein letzter Satz. Sie haben gesehen, dass die Buchhandlung Tucholsky hier vor dem Senatssaal die Bücher greifbar macht und Norbert Scheuer ist am Ende des Abends gern bereit zu signieren. Also versorgen Sie sich. Herr Scheuer, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Feller, für die schöne Einführung. Ich freue mich, hier zu sein. Berlin in der Humboldt-Universität. Ich war noch nie in dieser Universität und es ist alles sehr, sehr beeindruckend, vor allen Dingen, wenn man aus einem kleinen Eifeldorf kommt. Kleine Flüsse, große Fluten. Wir Menschen fliegen bei drohenden Gefahren, selbst wenn sie uns direkt betreffen, die Augen zu verschließen. In der Gegend, aus der ich komme, fliegt man dann nach überstandener Katastrophe zu sagen, es hätte immer noch schlimmer kommen können,
beziehungsweise es ist doch noch einmal gut gegangen. So sagte man schon im alten Rom, wenn das Haus des Nachbarn brannte, keine Eile, es ist ja nicht meines. Dabei muss man wissen, dass es schon das eigene war, denn es gab keine Brandmauern. Horaz, den Sie sicher von seinem Sapere Aude kennen, kritisiert dieses Denken in Epistel 1, 1884 mit den Worten Tua res agitur. Es geht um deine Sache, wenn das Nachbarhaus brennt. Die Dringlichkeit dieses Satzes sollte uns eine stetige Mahnung sein. In meinem Roman Am Grund des Universums aus dem Jahre 2017 habe ich über mehrere Seiten die Überschwemmung beschrieben, die sich dann im Juli 2021 tatsächlich ereignete. Alles, was passieren kann, passiert irgendwann. Die Süddeutsche Zeitung, die um diese Sache wusste, bat mich am Tag nach der Überschwemmung um einen Artikel und später kurz vor Weihnachten um einen weiteren, der einen gewissen Rückblick zum Thema haben sollte. Die Texte, um die es heute geht, sind diese beiden Artikel ergänzt durch Impressionen lange nach der Flut und Texte meines Freundes Dr. Wilfried Nelles. Er leitet zusammen mit seinem Sohn das Nelles-Institut für phänomenologische Psychologie und Lebensintegration in Marmagen, Eifel. Juli 2021, Tag der Überschwemmung in den Trümmern von Kall. Auf dem stillen Wasser des Flusses Spuren, Bewegungen von Mücken und Wasserläufern. Eine andere Welt in einem anderen Geist, den ich nicht mehr finde. Die Natur ist nicht mehr das, was den Menschen hervorbringt, ihn umgreift, trägt und wieder zu sich nimmt. Nicht mehr das, was wir sind, sondern das, was wir begreifen und dann im Griff haben und behalten müssen. Die Erde wird wie der Mensch als Mechanismus, als Maschine oder System aufgefasst, das im Sinne der Ist-Bedürfnisse zu funktionieren hat, und dass man deshalb regulieren und kontrollieren muss. Doch der moderne Glaube, wir hätten die Natur und das Leben im Griff, ist nichts als eine Luftblase. Seit der Starkregen der letzten Tage und Nächte etwas nachgelassen hat, liegt ein milziger Nebel über unserem kleinen Höhendorf. Es ist schwül und nieselt nur noch hin und wieder. Es regnet in der Eifel gefühlt seit Wochen, nur hin und wieder unterbrochen von einigen kurzen, trockenen Perioden. Die Eifel gilt als das Land des Wassers und der kleinen Flüsse. Als es vor einigen Tagen aber so richtig zu regnen begann, saß ich in meinem Arbeitszimmer am neuen Roman, der ebenso wie die anderen in Kall unten im Tal spielt. Mein Städtchen hat ca. 5000 Einwohner und liegt an der Oft. Es ist nun größtenteils überschwemmt und von Schlamm bedeckt. In einigen meiner Romane habe ich beschrieben, wie sich im Frühjahr das Eis an der Brücke staut und Dörfer im Wasser verschwinden, wie alte Frauen in ihren Betten den Fluss hinabtreiben, wie Kühe, Ziegen und Heuwagen fortgerissen werden, wie ein Staudamm bricht und Kall einfach weggespült wird, wie die alten Männer aus der Cafeteria des Supermarkts sich auf dem Flachdach in Sicherheit bringen und von dort zusehen müssen, wie ihre Autos auf dem Parkplatz von den Fluten der Oft mitgerissen werden, wie die Menschen Zuflucht bei Verwandten suchen, die Bäche immer weiter anschwellen,
das ganze Tal von einer braunen, reißenden Flutwelle überschwemmt wird. Erstickte Fische im Nebel, eingewickelt in Blätter wilden Rhabarbers, ihre Augen glasig verquollen. Wir trugen sie als Kinder herum, bis ihre Schuppen in unseren Händen glitzerten. Zurück in den Fluss, weißbäuchige, tote Fische, Zepter im Wasser, Könige, die einmal über uns richten werden. Als das reale Unglück anfängt, trommeln Regentropfen auf unser Dach. Ich sehe aus dem Fenster die Dorfstraße hinunter, beobachte, wie sich an den Berghängen kleine Rinnsale bilden, wie es aus der Kanalisation heraussprudelt, die Straße vor unserem Haus langsam zu einem seichten Bach wird. Ich denke dabei an meine Studienzeit, einen heftigen Sommerplatzregen, durch den die Straßen sich in kleine Flüsschen verwandelt hatten. Ich mit meiner Frau barfuß und übermütig draußen herumlief, daran, wie ich als Junge abends im Regen auf dem großen Balkon unserer Gastwirtschaft tanzte oder mit dem Fahrrad durch die überschwemmten Straßen des kleinen Dorfes an der Kill fuhr, in dem ich meine Kindheit verlebte. Seither liebe ich diese Regenstimmung. Mit ihr gehe ich gern zu Bett. Wenn ich mitten in der Nacht aufwache und es immer noch regnet, trete ich ans offene Fenster, atme tief durch und schlafe danach beruhigt wieder ein. Aber diesmal hörte es nicht auf zu regnen. Es regnete wie verrückt. Irgendwann dringt Wasser durch die am Hang gelegene Hausmauer, die nur unzureißend isoliert ist. Wir müssen den Heizungskeller trockenlegen und den See, der auf der Terrasse vor dem Haus entstanden ist, mit Eimern leerschöpfen, weil die Gefahr besteht, dass Wasser von der Terrasse durch unser tiefer gelegenes Küchenfenster strömt. Ich stehe bis zu den Knien im Wasser. Ich komme mir vor, wie auf einem leckenden Rettungsboot mitten in der Nacht auf stürmischer See. Die kleinen Flüsse im Tal sind über die Ufer getreten, die aue Landschaft hinter Kall haben die Bässe Oft und Golbach restlos überschwemmt. Sie sind zu einem reißenden Fluss geworden, groß, bestimmt so breit wie der Mississippi. Ich sehe, wie die Oft sich immer weiter über die Felder ausdehnt, bis zu den Sandsteinfelsen, von denen es heißt, sie seien vor Millionen Jahren entstanden und würden auf ein Wadi verweisen. Flussläufe in Wüstenlandschaften, in denen angeblich nach heftigen Regenschauern mehr Menschen ertrinken als in Seen oder Flüssen. Ich stehe immer noch auf der Terrasse und schöpfe Wasser. Ich schütte es über den Rand in einen tiefer gelegenen Teil des Gartens, wo es letztendlich ins Tal hinunterfließt. Was es dort bewirkt, daran denke ich in diesem Moment nicht. In Kall sind die Häuser zu diesem Zeitpunkt längst überschwemmt. Das Schlammwasser füllt die Keller, die Öltanks bekommen Auftrieb, sie lösen sich aus ihren Verankerungen, die Leitungen reißen ab, Öl tritt aus, Menschen flüsten in die obersten Geschosse der Häuser. Es ist dunkle Nacht, die freiwillige Feuerwehr ist ausgerückt. Sie kann nicht jedem helfen. Es geht jetzt in erster Linie darum, Menschenleben zu retten. Das Feuerwehrhaus ist überschwemmt, die Berufsschule, die Grundschule, die Bahnhofstraße mit den kleinen Geschäften. Überall bilden sich in der Flut schnell drehende Wasserwirbel. Dort, wo Bässe zusammenfließen, Bässe sonst lächerlich klein und mit einem kleinen Hüpfer zu überspringen, tosen nun wie reißende Ströme, die Krater in die Straße reißen. Sie unterspülen die Teerdecke, die dann in die Tiefe stürzt. Brücken werden einfach nur hinweggefegt. Es regnet weiter. Es soll endlich aufhören, aber es regnet weiter, die ganze Nacht hindurch und den Tag darauf.
Autos stecken im Schlamm und Schlick fest. Ein junger Mann versucht zu helfen, wird von einer Welle einfach weggerissen, später irgendwo im Gestrüpp gefunden. Man kann nichts machen, lediglich versuchen, so gut es geht, alles mit Sandsäcken abzudichten, sich dann in Sicherheit zu bringen, hoffen, dass die Flut gnädig ist, sich einen anderen Weg sucht. Aber das Wasser ist unbarmherzig und wütend. Die einstmals kleinen Bäche stürzen aus allen Richtungen ins Tal, reißen Bäume um und Häuser, Mülltonnen und Gastanks, nehmen Hollywood-Schaukeln aus den Vorgärten und Gartenhäuser mit. Autos treiben wie kleine Boote auf den Fluten. Man weiß nicht zu sagen, ob sich noch jemand darin befindet. Menschen, die einen kurzen Moment lang unvorsichtig waren, die vielleicht auf ihrem Weg nach Hause überrascht wurden. Ich höre davon, dass ein altes Ehepaar ihr Haus nicht verlassen wollte. Das Wasser in den Keller floss, immer höher stieg. Es erreichte das Wohnzimmer, sie flohen nach oben ins Schlafzimmer. Dort saßen sie auf der Bettkante und weinten. Als man sie rettete, konnten sie nichts anderes tun als weinen. Eine junge Frau wurde in ihrer Wohnung im Schlamm unter einem Sessel gefunden. Michael Koller, einer unserer Nachbarn, ist noch am späten Nachmittag in sein Tierbedarfsgeschäft gefahren, hinter dem die Oft verläuft. Während er noch Türen und Schaufenster mit Platten abzudichten versucht, dringen die Wassermassen ein, schleudern ihn zurück. Er kann nur noch in die obere Etage flüchten, dort die Nacht über aushauern, mit Ansehen, wie das Wasser seine Verkaufshalle leer räumt und alles den Fluss hinunterschwimmt. Er sieht, wie ein Mann oben auf dem Dach eines Karawans hockt und auf den Fluten forttreibt. Auch das Fitnesscenter, das ich regelmäßig besuche, in dem auch das Testcenter eingerüstet ist, wird ein Opfer der Flutwellen. Für Tests und Inzidenzzahlen interessiert sich jedoch jetzt keiner mehr. Dies ist eine reale Gefahr, keine unsichtbare, die in erster Linie von der Politik und den Medien inszeniert wurde. Eine, gegen die man sich immerhin ganz konkret wehren kann. Einige Männer wagen sich mit Neoprenanzügen bis zum Sportplatz, kehren dann aber wieder um, weil einer von ihnen in die Strömung gerät und mitgerissen wird. Der Strom ist ausgefallen, die Akkus der Smartphones sind leer, die Kommunikation ist wieder auf dem Stand der 60er Jahre. Ich muss Freunde und Verwandte auf Umwegen über die Feld- und Waldwege der Höhenzüge aufsuchen, um zu fragen, ob ich irgendwie helfen kann. Währenddessen trommelt der Regen weiter auf das Dach unseres kleinen Hauses auf dem Berg. Der Strom ist kurz weg und funktioniert dann wieder. Am Freitag sind die heftigen Schauer endlich vorüber. Ich schwinge mich auf mein Rad, um zu sehen, was mit den Freunden im Tal ist. Kurz vor den ersten Häusern lichtet sich der Nebel. Als hörte ich immerzu auf einen rostigen Eimer trommeln. So voller Unruhe bin ich. Regenmänner gehen gebückt durch Gärten, sammeln leere Schneckenhäuser in ihre Tassen. Übrig gebliebene kleine Seen auf den Feldern, Plastikplanen über Strohballen, abgeschälte Rinde von Birken. Fuchs, der aus dem Inneren meines Herzens in die Dämmerung schleicht. Einen Moment verharrt er. Mein Roman Winterbienen handelt von den letzten Kriegstagen in Kall. Ich habe bei der Recherche viele Bücher über diese Zeit gelesen, mit Zeitzeugen gesprochen
unzählige Fotografien von dem zerstörten Kall und anderen Eifeldörfern angesehen. Kall sieht nun tatsächlich aus wie nach den Bombenangriffen der letzten Kriegstage. Im Kernort sind die Häuser fast alle unbewohnbar. Die Straßen liegen voller Hausrat, riesige Müllberge, Kinderwagen, Kleiderbügel, ein rosafarbenes Plastikpiano, eine lebende, zitternde, nasse, weiße Katze oben auf dem Sperrmüll, Waschmaschinen, Kühlschränke. Die Buchhandlung Pavlik in der Bahnhofstraße existiert nicht mehr. Alle Bücher wurden vom Schlamm verschluckt. Man erkennt nicht einmal mehr, dass es mal eine Buchhandlung war. Am Montag vor der Flut habe ich noch dort angerufen, mir die Reklamausgabe der Lieder von Sappho bestellt. Natürlich können Sie das Buch morgen hier abholen, war die immer freundliche Auskunft von Thomas Pavlik, der tatsächlich die meisten Bücher, die er verkauft, auch gelesen hat. Und so zitiert er gleich einige Verse aus ihren Liedern. Da war von Ambrosius der Mischkrug bereitet. Und Hermes nahm die Kanne und schenkte den Göttern Wein aus. Pavlik und seine Frau sind vor einigen Jahren in die Eifel gezogen und wagten es, in unserem kleinen Städtchen eine Qualitätsbuchhandlung mit Beratung aufzumachen. Bald konnten sie die Ladenräume vergrößern und sie seinen Namen in der Region machen. Dann kamen die Viruswellen, aber sie überlebten mit ihrem Geschäft die erste, die zweite und die dritte dieser Wellen relativ gut. Doch diese ganz reale Flutwelle wird die kleine Buchhandlung wahrscheinlich nicht überstehen. Zu groß ist der entstandene Schaden. Das Einzige, was es noch im Schlamm der Ladenräume findet, ist eine dicke, fette Kröte, die sich hier ganz wohl zu fühlen scheint. Ansonsten wurde alles fortgeschwemmt. Dass etwas nicht begreiflich ist, ist für uns unbegreiflich. Es ist in unserer inneren Haltung zur Welt und zum Leben nicht mehr vorgesehen. Wir kennen nur das, was wir wissen, genauer zu wissen glauben. Und das, was wir noch nicht wissen, das Bekannte und das noch nicht Bekannte, dass es etwas geben könnte, das sich dem Zugriff unseres Geistes grundsätzlich entschied, etwas Unerkennbares kann und will das moderne Bewusstsein nicht mehr sehen. Es ist ein Tabu. Die Bahnhofstraße ist ein einziger meterhoher Sperrmüllhaufen. Danilos Schwester soll vom Wasser mitgerissen worden sein, als sie gerade hinüber zu ihrer Wohnung über der Apotheke laufen wollte. Es sieht aus wie nach einem Tsunami. Seine Eisdiele liegt, oder besser lag, mitten in Kall am Kreisverkehr und der Oftbrücke, die zum Pfarrhaus und zur Kirche hinüberführt. Es gibt diese Eisdiele seit den 60er Jahren. Wenn ich dort sitze, fühle ich mich in die Zeit zurückversetzt, als ich ein Teenager war, als die Eisdiele unser Treffpunkt und so etwas wie die exotische Attraktion des Ortes war. Selbst die Einrichtung stammt noch aus dieser Zeit, aber sie existiert jetzt nicht mehr. Der Fluss ist durch das Geschäft hindurchgeflossen, hat die Eismaschine, die alten Bänke, die Pokale und Danilos geliebte Ferrari-Fahnen mitgenommen. Zurückgeblieben sind verschlammte Räume, zersplitterte Scheiben, sein sonst immer so fröhliches Gesicht schaut teilnahmslos ins Leere. Aber
Er bekommt Hilfe von allen Seiten. Überall gibt es Menschen, die bei den Aufräumarbeiten mit anpacken. Ich versuche irgendwie mit meinem Rad weiterzukommen, fühle mich dabei deplatziert. Ich muss doch sehen, was mit meinem Freund Willi ist. Das Rad trage ich fast die meiste Zeit über Schutthalden und aufgerissene Bürgersteige. Überall liegen Schotter und Pflastersteine herum. Die grauen Platten vom neuen Bahnhofsvorplatz sind aufgetürmt. Ich schiebe mich an mit Wasser gefüllten Kratern vorbei. Da sehe ich ihn aus der Tierarztpraxis von Frau Kanzler kommen. Er zieht einen verschlampten Sack hinter sich her, wirft ihn auf einen riesigen Haufen Dreck. Ich bin froh, ihn und seine Frau Ela gesund zu sehen. Sie kann vor Erschöpfung kaum laufen, doch sie lächelt irgendwie glücklich und fährt sich mit dem Handrücken durchs Gesicht. Aus den Höhendörfern und den Häusern der Anlagen, die vergleichsweise glimpflich davonkamen, kommt Hilfe. Plötzlich ist eine Gemeinschaft da, von der ich glaubte, dass es sie in unserer Zeit gar nicht mehr gäbe. Syrer, Afghanen, alle möglichen Nationalitäten, die in Kall ein Zuhause gefunden haben, sind darunter. Abstandsregeln und Masken gibt es nicht mehr. Helfertrupps ziehen von Haus zu Haus, fragen, ob und wie sie helfen können. Eine Frau sitzt weinend auf einem Schutthaufen. Neben ihr grinst ein grünes Plastikkrokodil in die Gegend. Daneben ein einzelner Schuh, in dem sich eine weiße Masse wie Sauerrahmen befindet. Hunderte Kartons treiben den Fluss hinunter. Dazwischen Bierkisten der Gemünder Brauerei, Perücken aus dem Friseurladen, Medikamente aus der Linder Apotheke von der Bahnhofstraße. Ob die Post in den Briefkästen jemals ihr Ziel erreichen wird? Ein alter Mann, der nach seinem Auto sucht, über ihm kreist ein Hubschrauber, ein anderer unterbricht seine Arbeit und schwenkt seine Mütze nach oben. Jemand sagt, sie suchten nach Vermissten und Toten. Als der Hubschrauber sich entfernt, wird weiter Dreck aus den Häusern geschleppt, Wasser abgepumpt, ein Fort mit einem Kran aus dem Wasser gezogen. Alle hoffen, dass nicht jemand darin sitzt. Elektrische Leitungen werden notdürftig repariert. Bauern fahren mit ihren Treckern herum, laden Schutt auf und bringen ihn zur Kippe. Die Straßen sind gesperrt, das Wasser sprudelt immer noch aus allen Ecken hervor, läuft weiter die Hänge herunter, aber der Fluss hat sich bereits in sein altes Bett zurückgezogen. Seine kleinen Zuläufe sind jetzt schon scheinbar wie früher. Aber niemand traut ihnen mehr. Die Beweise für ihre große, zerstörerische Macht sind zu erdrückend. Sie liegen überall herum und es sind so viele, dass man sie nicht zählen kann. Mir fällt unwillkürlich Cicero ein, der behauptet, die Anfänge aller Dinge seien in der Tat immer klein, vergrößern sich aber in ihrer fortschreitenden Entwicklung. Er meinte das positiv. Als ich nach Hause komme, bin ich mitgenommen von dem, was ich gesehen habe. Ich erzähle meiner Frau von Maf Rederscheid. Ihre Gemälde aus der kleinen Galerie lagen auf dem Sperrmüllhaufen. Ich versuche ihr, all das zu beschreiben, was ich gesehen habe. Die Angst und Erschöpfung, die ich in den Gesichtern der Menschen entdeckt habe. Es ist nicht zu vermitteln, aber dabei ist auch etwas, das mich hoffen lässt. Ich sehe nach einem Jahr zum ersten Mal wieder die Tagesschau, danach den ARD-Brennpunkt. Ich begreife, dass alles woanders noch viel schlimmer ist. Es wird berichtet, dass die Staudämme bei uns nun zu brechen drohen. Ich versuche, am Roman zu arbeiten. Mein Lektor,
möchte endlich eine präsentable Fassung, aber es gelingt mir nicht. Später liege ich im Bett, lausche ängstlich nach draußen und hoffe, dass es nicht wieder zu regnen beginnt. Mitten in der Nacht stehe ich auf, gehe ans Fenster, glaube, den kommenden Regen riechen zu können. Aber der Regen bleibt Gott sei Dank aus. Ich setze mich vor den Computer und versuche, diesen Bericht zu schreiben. In den Fernsehnachrichten sieht man jetzt die ersten Politiker, die es sich nicht nehmen lassen, in Stiefel und Regenjacken in einer seichten Pfütze stehend, Kommentare abzugeben, sich betroffen zu zeigen, unbürokratische Hilfe für alle zu versprechen. Mal sehen, was dabei herauskommt. Monate später, der 18. Dezember 2021, Licht in leeren Fenstern, schwarz glänzendes Pflaster hinunter zum Markt und zur Kirche, Statuen der Könige in den Nischen, den Weltapfel in der Hand, ein Zepter beschmutzt vom Taubenkot, Bauern, Stiere, Seiltänzer, ein Seil gespannt von der Kirchturmspitze, Marktstände mit alten Bäuerinnen, Wespen auf ihren Lippen und Augenlidern, springende Forellen im Fluss, Kreise, die sich ausdehnen und zusammenziehen, zu Wörtern der Welt, die gerade erschaffen wurde, die hinabsanken unter die Steine im Fluss, wo sie ein Echo wurden von allem, was ich nicht wusste. In den Tagen nach der Flut war es wie immer, wenn etwas Schreckliches passiert ist. Nach dem Entsetzen kommt die Schuldfrage, wer oder was hat versagt, wer ist schuld? In diesem Fall war sich die veröffentlichte Meinung ziemlich einig. Der Klimawandel, dazu noch die üblichen Verdächtigen, fehlende oder nicht funktionierende Warnsysteme, schlechter Katastrophenschutz, schlechte Eingriffe in der Natur, Flussregulierung, Versiegelung etc. Soweit dieser oder jener Politiker, der nicht rechtzeitig eingegriffen hat. Natürlich, abgesehen davon, dass man es hinterher immer besser weiß. Menschen machen Fehler und den einen oder anderen Fehler kann man abstellen. Daher kann und sollte man immer fragen, was man aus einer Katastrophe lernen und was man besser machen kann. Aber Schuld. Als Junge wollte ich Streckenläufer werden, bei der Eisenbahn angestellt sein. Das kleine, aber sichere Einkommen hätte mir gereicht. So hatte ich davon geträumt, die Schienen abzulaufen, in aller Ruhe und in der frischen Luft der von mir so geliebten Natur, die Gleise, Weichen und Signalmasten zu kontrollieren. Für mich der Inbegriff von Freiheit, von einer verantwortungsvollen, aber auch gefährlichen Tätigkeit. Woher kam dieser Traum? Mures war ein Streckengänger. Sein Signalhorn lag links und seine blaue Mütze rechts von seinem Bierglas, das meine Mutter in unserer Kneipe immer ungefragt nachfüllte. Nie werde ich das Schnapsgläschen vergessen, das ebenfalls nicht leer zu werden schien
und das er unter dem Trister des Horns versteckt hatte. Wie stolz war ich, wenn ich Moritz von Nettersheim nach Kall begleiten durfte. Wir sprachen kein einziges Wort, wenn er mit seinem Werkzeug gegen die Schrauben und Schienen schlug, er an der Melodie und dem Klang der Tonart des Eisens, dem Fehlerhaften und Falschen auf den Grund zu gehen versuchte. Heute, viele Jahrzehnte später, bin ich so etwas wie ein Gleisgänger geworden. Aber die friedliche Natur, von der ich in meiner Jugend geträumt habe, gleist nun einem Albtraum. Die Schwellen sind weggespült, die Gleise aus dem Schotterbett gerissen. Teilweise ist es selbst vollständig fortgeschwemmt und die Schienen hängen wirr in der Luft. Die Wissenschaft muss zwar zugeben, dass die Zahl und Tiefe der Rätsel und ungelösten Fragen umso größer wird, je mehr sie entdeckt, je weiter und je tiefer sie sowohl in den Makro- als auch den Mikrokosmos eindringt. Aber die grundsätzliche Haltung und Erwartung, dass im Prinzip alles erklärbar sein müsste und es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir auch die letzten Geheimnisse aufgedeckt haben, können wir nicht aufgeben. Denn dies ist das Versprechen der Aufklärung und der Wissenschaft. Alles ist prinzipiell erklärbar und dann auch prinzipiell beherrschbar. Die Einsicht, dass die Welt und das Leben letztlich ein Geheimnis sind und bleiben, wäre das Ende der modernen Welt. Mitten auf einer Wiese hat sich eine Steininsel gebildet. Ich frage mich, warum gerade an dieser Stelle. Mein Hund bellt hinter mir her. Er hat Angst, über den tiefen Abgrund von einer Schwelle zur nächsten zu springen. Ich rede ihm gut zu. Er schafft es und weist mir nicht mehr von der Seite. Die Gleise liegen an der meandernden Urft, als hätte sie ein wütender Riese herausgerissen, verdreht und verbogen und schließlich achtlos auf den Boden geworfen. Danach muss er sich beruhigt haben, denn die Schienen ruhen jetzt so friedlich wie die sanft dahinplätzernde Urft in ihrem Bett. Man traut dir nicht zu, ein ganzes Tal überschwemmt, so viel Unheil angerichtet zu haben, dass auch jetzt noch, trotz des unermüdlichen Einsatzes der Menschen hier und ihrer Helfer, überall Berge von Müll und Schutt herumliegen. Die Sonne glitzert verführerisch schön auf dem Wasser. Ein Graureiher fliegt auf, kreist eine Weile, um sich wie erstarrt hoch oben auf einer alten Schwarzpappel niederzulassen. Die Bahnverwaltung hat mitgeteilt, dass ein regulärer Zugbetrieb auf dieser Strecke frühestens Ende 2025 wieder möglich sein wird. Die Eifel wird bis dahin keine funktionierenden öffentlichen Verkehrsmittel haben. Zwei Weltkriege haben die Gleise nahezu unbeschadet überstanden, aber jetzt, in dieser kurzen Zeit, eroberte sich die einst bezwungene Natur ihr Terrain zurück. Zwischen dem Schotter wachsen Pionierpflanzen, Gebüsch und sogar junge Bäume haben sich des Damms bemächtigt und machen einige Streckenabschnitte fast zu Hohlwegen. Ich setze mich auf ein Stück geraden Gleises und blicke zum Fluss hinunter. Dieses ganze Tal stand unter Wasser. Das angeschwemmte Autos, Campingwagen, ja sogar Schulbusse unter sich versteckt hatte. Aufgerissene Wege und wahllose Erdaufschüttungen bilden jetzt nahezu unüberwindbare Hindernisse,
Die Stämme der Bäume aus den nahen Uferwäldern liegen wie Mikado-Stäbchen kreuz und quer übereinander. Die Natur kennt keine Katastrophen. Wir nennen diese Ereignisse nur so, weil wir glauben, außerhalb von ihr zu stehen und sie unseren Gesetzen von Moral und Ordnung unterwerfen zu können. Wir, die wir in Wirklichkeit nur ein kleiner, unbedeutender Teil von ihr sind. Aber wir scheinen diese Tatsache immer wieder zu vergessen und zu verdrängen. Wir wollen das nicht erkennen. Vielleicht dürfen wir das auch nicht erkennen. Ich denke wieder an den Virus, den wir auch glaubten, beherrschen zu können. Geistig haben wir uns die Natur längst einverleibt. Sie hat uns zu dienen und zu gehorchen. Sie hat uns zu dienen mit ihren Ressourcen, ihren Rohstoffen, zu denen auch die Tiere gehören. Die Verschmutzung und Überfischung der Meere interessiert uns nur insoweit, als sie unsere Lebensgrundlagen gefährden. Das Bienensterben, wie das Artensterben generell, berührt uns nicht wegen der Bienen, sondern wegen der Leistungen, die sie für uns erbringen, weil wir sie brauchen. Die Bienen selbst sind vielen von uns völlig egal. Das gilt für die gesamte Natur. Sie hat unserem Wohlbefinden zu dienen, ansonsten ist sie uns gleichgültig. Die wirkliche Natur wollen wir nicht. Das zeigt sich auch in unserem Verhältnis zu uns selbst, zu unserem eigenen Natursein, dass die Natur nicht nur um uns herum ist, sondern wir selbst Natur sind, haben wir völlig verdrängt. Wir wähnen uns darüber. Wir wollen unsere eigenen Baumeister sein. Wir nehmen unsere Körper und unser gesamtes Leben nicht mehr als etwas Gegebenes, sondern haben es geistig längst zu einem Projekt gemacht. Innerlich und mehr auch äußerlich sind wir zu unserem eigenen Projekt und Produkt geworden, das entworfen, geplant, durchgeführt und wie jedes industrielle Produkt hergestellt werden muss. Wir betrachten uns selbst und unser Leben wie die Güter, die wir produzieren, oder wie ein Haus, das wir nach unseren Bedürfnissen und Wünschen planen und dann bauen. Wie ein Architekt machen wir Lebensplanungen und Lebensentwürfe, versuchen diese dann umzusetzen oder zu verwirklichen und erwarten, dass das dann auch gelingt. Kurz vor dem Bahnhof in Oft kreuzen die Gleise die Straße, das kleine Haus an der Brücke, in dem einst ein alter Mann wohnte, ihn traf ich manchmal in der Cafeteria des Supermarkts, hat die Flut weggerissen. Auch die schöne alte Bruchsteinmauer, die an dem Schullandheim entlang führte und die gegen Hochwasser schützen sollte. Selbst die Burg Dahlbenden, seit dem 12. Jahrhundert eine sichere Wehr, wurde überflutet. Die Mieter der unteren Wohnungen sind bis heute nicht zurückgekehrt und werden wohl auch nie mehr zurückkehren, aus Angst, ein solches Unglück könne sich wiederholen. Ich komme durch Sötenis, wo die alte Mühle, der Dorfsaal und die Brücke zerstört sind, ebenso die Wohnhäuser, die nicht am Hang liegen. Kurz vor Kall, am alten Sägewerk, verläuft ein Pfad zwischen Fluss und Bahndamm. Auf ihm laufe ich jetzt und denke an meinen Roman Flussabwärts. In ihm spielt dieser Pfad eine große Rolle, wie auch das Hochwasser, das nahezu in allen meinen Romanen immer eine Bedrohung in der von mir erzählten Wirklichkeit ist.
Ein kleines Mädchen ertrinkt und wird später in einem Abflussrohr gefunden. Im Rohr kommt dem Gemeindepolizisten Verwesungsgeruch entgegen. Im Schein der Taschenlampe sieht er Claras Bein aus dem Schlamm ragen. Er informiert Kleist die Kriminalpolizei in Bonn, bleibt am Ort, bis die Gegend um das Rohr abgesichert ist. Dann fährt er zum Supermarkt, um die Mutter zu benachrichtigen. Die familiären Tragödien, die sich infolge dieses Unglücks einstellen, sie sind auf erschreckende Weise den heutigen vorweggenommen. Und trotzdem denke ich, ist das tatsächliche Leid mit dem im Roman geschilderten nicht zu vergleichen. Und das muss vielleicht so sein, weil Geschichten ja bisweilen auch erzählt werden können, um den Erzähler ebenso wie den Leser zu trösten. Auf der anderen Seite des Bahndamms liegt der ehemalige Holzplatz des Sägewerks. Nun hat er die Funktion einer provisorischen, riesigen Müllkippe. Sie war nötig geworden, um die überall verstreuten, haushohen Sperrmüllberge zu beseitigen, welche die Straßen blockierten. Ich erinnere mich, es war kurz nach der Katastrophe. Die Aufräumarbeiten hatten bereits begonnen. Ich wunderte mich, was die Menschen alles weggeworfen hatten, ganze Kücheneinrichtungen, teilweise völlig intakte Geräte und Möbel, Dinge, bei denen ich mir überlegte, ob sie auch bei mir im Haus einen Wert darstellten. Der Begriff des Wohlstandes, seines Wertes an sich, ich musste an ihm zweifeln. Der Gestank des verrottenden Mülls lag wie ein modriger Mantel über dem Platz, ja, über dem ganzen Städtchen. Kulturelle und zivilisatorische Errungenschaften sind verschmolzen zu einer wie durch einen riesigen Fleischwolf getreten amorphen Masse. Die Erde war und ist immer in Bewegung, und dies wird so bleiben, solange sie existiert. Auch diese Existenz ist nicht ewig. Die Erde wird vergehen wie alles, was entsteht und entstanden ist. Das gilt nicht nur für die Erde, es gilt für das gesamte Sein, einschließlich des menschlichen Lebens. Es ist immer in Bewegung. Mehr noch, es ist Bewegung. Leben ist nichts anderes als bewegtes Dasein, und das heißt, es wandelt sich fortwährend, und zwar ganz von selbst, ohne das geringste Zutun von uns Menschen. Der Pfad endet hinter dem Supermarkt am Bahnhof. Als ich noch berufstätig war, habe ich in der Mittagspause oder nach der Arbeit oft in der Cafeteria des nahen Supermarktes gesessen, um Abstand von meiner Arbeit bei der Telekom zu finden. Die Bedingungen, dem Oftland und seinen Menschen in meinen Geschichten ihre Wirklichkeit zuschreiben zu können. Der Supermarkt mit seiner Cafeteria spielt daher in allen meinen Geschichten eine ganz elementare Rolle. Er ist Ausgangspunkt, Zentrum und immer wieder Ort der Begegnungen und der Punkt, an dem die Handlungsfäden sinnvoll verknüpft werden. In meinem Buch »Am Grund des Universums« retten sich einige dieser Menschen auf das Flachdach eben dieses Supermarktes und halten Ausschau nach ihren Autos, die irgendwie irgendwo im Schlamm der reißenden Fluten verschwunden sind. Als das Wasser nach Wochen zurückgegangen war, blieben tausende Kubikmeter Müll zurück. Überall lagen Schränke, Türrahmen, Tische, Matratzen, Kisten mit Flaschen, nassen Kleidern, aufgeweißten Fotoalben, Briefen, Unmengen von Zettelchen, Dokumenten und Büchern.
was ich hier 2017 im Roman beschrieb, liegt jetzt in einer ganz anderen Wirklichkeit vor meinen Augen. Habe ich die Leserin oder den Leser mit meinem Text betrogen? Nein, denn ich beschrieb und beschreibe in meinen Romanen das Reale, nicht die Realität. Kall wirkt wie eine verlassene Goldgräberstadt. Viele Häuser sind unbewohnbar und ausgeräumt. Noch funktionieren vielerorts keine Heizungen und die Handwerker kommen mit den Aufträgen nicht nach. Versprochene Hilfsgelder sind oft noch nicht ausgezahlt. Durch die Straßen wehen jetzt Plastik- und Papierfetzen, weggeworfene Schutzmasken liegen allenthalben herum. In den verlassenen Häusern brennen Christbäume. Ich frage mich, wo die einstigen Bewohner Weihnachten feiern werden. An der Bushaltestelle für den Schienenersatzverkehr lungern gelangweilte Jugendliche. Die Fahrt nach Köln oder Trier dauert mit den Bussen eine Ewigkeit. Mir ist die Fahrt zur Stadtbibliothek nach Köln zu beschwerlich geworden. Ich bleibe lieber zu Hause, gehe spazieren, lese und schreibe. Vor der Volksbank sitzt neben dem Eingang ein bärtiger Mann mit einer verdreckten Uniform mit dem Schriftzug Security. Er bewacht tagsüber das Gebäude, abends wird er abgelöst. Wie ich gehört habe, soll die Bank ebenso wie die gegenüberliegende Post nicht mehr eröffnet werden. Sie hat bereits im Industriegebiet ein großes Gebäude für den Ein- und Abgang der Pakete errichten lassen. Immer noch sind die meisten Geschäfte mit Pressbahnplatten verbarrikadiert. Man berichtet von Plünderungen in den leeren Ladenlokalen, stehen große, dröhnende Luftentfäuster. Danilo, der Besitzer der Eisdiele Cortina, ist wie immer am Ende des Herbstes mit der Familie in sein Heimatdorf nach Italien gereist. Vor seiner Abreise saßen wir in seinem fast leer geräumten Café auf zwei Bierkästen neben einigen Blocksteinen und einer Palette mit neuen Kacheln. Die Sonne schien auf die kahlen, abgeklopften Wände. Alle Geräte zur Eisherstellung seien weggeschwemmt und unbrauchbar geworden, so erzählt er mir. Die schwere alte Eismaschine, die sein Vater aus seiner Heimat für die Gründung der Eisdiele einst mitgebracht hatte, sie konnte die Flut nicht aus dem Haus spülen und ihre Technik sei so robust, dass sie noch leicht zu reparieren sei, obwohl sie völlig verschlammt ist. Danilo lacht, gibt mir eine Bierflasche, wir stoßen an. Seine Schwester, von der er befürchtete, sie sei ertrunken, rief am Morgen nach der Flut an. Sie war bei einem Verwandten, um ihm in seiner Eisdiele auszuhelfen, weit entfernt von der Katastrophe hier. Danilos Vater war mit seiner Familie nach der großen Vaillant-Katastrophe in die Eifel gezogen. 1963 hatte ein Bergrutsch zum Bruch eines der vielen Stauseen geführt. Über 2000 Menschen waren dabei ums Leben gekommen. Da er Angst hatte, soll sein Unglück, könne sich wiederholen, zog er in die Eifel. Eine Gegend ohne gefährliche Stauseen, hohe Berge und tiefe Täler mit reißenden Flüssen, wie er damals dachte. So sehr wir uns außen schützen mögen, innerlich sind und bleiben wir nackt und schutzlos. In der Wahrnehmung dieser Nacktheit und Schutzlosigkeit liegt paradoxerweise unser Schutz. Denn sie sind unsere Wahrheit.
Wenn man sie sieht, wird man ruhig und gelassen und handlungsfähig. Dann kämpft man nicht gegen das, was ist, sondern geht mit der Bewegung und tut das, was Not tut. Was immer wir tun, was immer wir aufbauen, wie immer wir uns schützen, es ist immer begrenzt, es ist nie von Dauer und nie absolut, genau wie unser eigenes Leben. Es geht darum, von unserem hohen Ross zu steigen, unsere Winzigkeit zu sehen und im Bewusstsein dieser Winzigkeit zu leben, solange es uns gegeben ist. Gott sei Dank, meint Danilo und runzelt dabei die Stirn, musste mein Vater das hier nicht erleben. Aber in Langarone sehe man heute nichts mehr von dem einstigen Unglück. In Kall wird es irgendwann auch so sein. Speriamo bene. Ich freue mich auf den kommenden Sommer, auf Danilo, auf seine Sprüche, sein wunderbares Himbeereis, darauf, gemütlich in der Sonne auf der Terrasse am Kreisverkehr zu sitzen. Momentan erleuchten die Lichter der Weihnachtsbeleuchtung vor der Eisdiele die triste Stimmung. Ich gehe weiter in der Dämmerung, drehen sich auf den Höhenrücken die Windräder wie immer. Auf dem Gemeindeamt in der Buchhandlung Pavlik arbeiten Thomas und seine Frau Kirsten und eine Angestellte. Die stellen gerade neue Regale auf für die bestellten Bücher. Thomas erzählt mir, er habe viel Zuspruch und Unterstützung erhalten. Er möchte unbedingt noch vor Weihnachten den Laden eröffnen. Am Abend der Überschwemmung, als das Wasser schon die Bahnhofstraße hinunterfloss, glaubte er, seine Bücher dadurch zu retten, sie alle in die oberen Regale zu stopfen. Da sei das Licht ausgegangen. Er, bis zur Brust im Wasser gestanden, dass sie und ihn plötzlich aus dem Geschäft hinausspülte. Draußen schwamm er inmitten seiner Bücher tatsächlich um sein Leben, konnte sich an einem Autospiegel festhalten und wäre von der zweiten Flutwelle mitgerissen worden, hätte ihn die Feuerwehr nicht entdeckt und buchstäblich im letzten Moment aus den reißenden Fluten gerettet. Mir wäre nie eingefallen, eine solche Geschichte in einem Roman zu erzählen, viel zu fantastisch, den rettenden Autospiegel hätte mir doch keiner abgenommen, auch wenn ich die Szene transzendental überhöht hätte. Die Buchhandlung wird wohl das erste Geschäft im Zentrum von Kall sein, das wieder eröffnen wird. Es wäre schön, denn was wäre das Leben ohne Literatur? Ich gehe mit meinem Hund wieder auf den Gleisen. Ein richtiger Streckengänger bin ich nicht geworden. Ich habe Physik und Philosophie studiert. Diese Werkzeuge haben mich zwar weitergebracht, doch die Erfüllung durch sie habe ich nicht gefunden. Und so gehe ich, denke im Gehen nach und beschreibe die Grenze von Sicht und Unsichtbarem, von Sag und Unsagbarem. Auf der Höhe des Stellwerks beginnt es zu schneien. Der erste Schnee in diesem Jahr. Irgendwie wird es mir dabei weihnachtlich zumute. Und irgendwie wird es weitergehen. Schließlich ist es immer weitergegangen. Ich begann mit Horaz und möchte auch mit ihm enden. Wenn wir begreifen, dass unser Nachbarhaus überall auf der Welt steht, haben wir auch begriffen, dass unsere Sache stets
auch die Sache der anderen ist. Danke. Ganz herzlichen Dank für die Lesung und für diesen Text, der ja unterschiedliche Zeitschichten hat oder Zeitpunkte, zu denen er geschrieben ist, aber eben heute im Grunde zum Jahrestag hier vorgelesen wird. Ich würde gerne so ein paar Dinge ansprechen und dann aber auch gerne Ihnen das Wort geben für Nachfragen oder Kommentare. Ich würde gerne mit einem Satz beginnen, der in Ihrem Text so nicht vorkommt, der aber ein Satz ist, den wir, glaube ich, alle ganz häufig im letzten Jahr oder gehört haben, der auch jetzt in dieser Dokumentation, von der ich vorhin sprach, die vorgestern auf Arte lief, immer wieder gesagt wird, nämlich der Satz, wir konnten es uns nicht vorstellen. Und dieser Satz, also Sie können es sich ja vorstellen oder Sie mussten es sich auch vorstellen, weil Sie Zeuge waren, Zeuge der Flut, aber Sie konnten es sich ja auch vorstellen, das haben wir eben gehört, weil Sie das Hochwasser und die Überflutung schon Jahre vor in einem Roman oder an mehreren Stellen erzählt haben. Also dieser Satz, wir konnten es uns nicht vorstellen, der im Zuge dieser verpassten Warnungen immer wieder vorkommt. Oh, Entschuldigung. So gekoppelt, dass immer nur... Also Sie können mir den Saft abdrehen. Also danach wollte ich gerne fragen, ob das ein Satz ist, der für Sie eine Rolle spielt. Es spielt für mich irgendwie eine Rolle. Also ich finde es gut, dass wir uns nicht alles vorstellen können. Das ist ja eine Krux, sagen wir mal, unserer Zeit, dass wir uns, glaube ich, mittlerweile alles vorstellen, glauben, uns alles vorstellen zu können, dass wir alle möglichen Berechnungen anstellen mit allen möglichen Parametern, die niemals die Wirklichkeit widerspiegeln und dann irgendwann zu Ergebnissen kommen, zu Horrorszenarien, die uns in einer dauernden Angstsituation halten. Von daher glaube ich, dass also sich alles vorstellen zu können, ist nicht ideal. Also es fing ja mit Beck an, die Risikogesellschaft, der irgendwann gesagt hat, wir leben in dieser Gesellschaft. Mittlerweile leben wir in einer sogenannten Verhinderungsgesellschaft. Die gesamte politische Landschaft ist darauf ausgerichtet, alles Mögliche an Bedrohungsszenarien zu verhindern. Und man begreift irgendwie nicht, dass wir nicht alles verhindern können. Aber jetzt auf das, ich bin in der Eifel aufgewachsen. Eigentlich kenne ich nichts anderes, außer wenn ich mal kurz nach Berlin oder sonst wohin komme und dann irgendwie ein komisches Gefühl habe. Seit ich ein Kind bin, lebe ich mit Überschwemmungen. Also ich habe das zuerst gar nicht so richtig für mich realisiert. In jedem Roman bei mir kommt eine Überschwemmung vor. Also, und jetzt erst mit dieser Flutkatastrophe musste ich mal ernsthaft darüber nachdenken. Und vielleicht ist das so ein Grundelement. Jeder, der Geschichten schreibt, hat irgendetwas, was sozusagen seine Romane durchzieht.
Und bei mir ist eins dieser Punkte sind tatsächlich Flüsse, an denen ich immer aufgewachsen bin. Also ich bin immer an Flüssen aufgewachsen und immer im Tal. Und irgendwann bin ich auf den Berg gezogen. Also 500 Meter auf dem Berg und unten ist das Tal mit dem Fluss. Ne? Und ich habe mich immer darüber geärgert, dass ich oben auf dem Tal, oben auf dem Berg bin, weil ich runter ins Tal wollte. Und nach dieser Überschwemmung plötzlich denke ich mir, dass ich mich da oben ganz gut fühle. Ich schweife ab. Also dass in so vielen Ihrer Texte Flüsse sowieso, aber eben sogar Überschwemmungen vorkommen, hat ja möglicherweise auch was mit so einem Handlungsdrive in Romanen zu tun, mit bestimmten Steigerungsmöglichkeiten, die den Plot voranbringen und so weiter. Aber das ist sozusagen wie eine unheimliche, ich will jetzt gar nicht von Vorschau sprechen, aber wenn Sie das lesen aus dem Roman, könnte wie der Müll, wie alles zum Müll wird und vorbeitreibt und so weiter, könnte das ein aktueller Bericht gewesen sein. Ist Ihnen das dann selber ein bisschen unheimlich oder hat das tatsächlich was mit dieser Frage? Und da wollte ich gerne nochmal nachfragen, weil Sie sagten, Sie schreiben das Reale und nicht die Realität. Hat das was mit dem, was Literatur kann, in Bezug auf das Reale zu tun? Also, zuerst mal ist es mir tatsächlich unheimlich. Ich muss mir jetzt überlegen, ob ich zukünftig irgendetwas schreibe, was mich selbst betrifft und was dann irgendwie schlimm sein könnte. Dann muss ich die ganze Zeit Angst haben, dass das tatsächlich ereignet. Also es ist mir etwas unheimlich, aber dann auch wieder nicht. Und mit dem Realen und der Realität, das ist ja immer diese Frage, wenn jemand Literatur macht, was ist jetzt sozusagen Wirklichkeit und was ist was ist authentisch, was ist Wirklichkeit, was davon ist Geschichte. Ne? Also sozusagen Erfindung des Autors. Und es fällt mir immer irgendwie schwer, darauf zu antworten, auch jetzt. Aber es ist so, dass wenn man einen Roman schreibt, erfindet man ja eigentlich eine neue Welt. Also man schreibt sozusagen eine Geschichte in einem hochkomplexen System, dass man eigentlich, das ist genauso komplex wie die Welt, also genauso wie wir uns jetzt im Moment bewegen. Ne? Es gibt tausende Faktoren, die, wenn man hier im Saal sitzt, den Saal verlässt, die irgendwie auf diesen Moment Einfluss haben. Und wenn man einen Roman schreibt, dann funktioniert das ja so ähnlich. Also man ist sozusagen in einer Welt, die man selbst konstruiert, die hochkomplex ist und aus der man irgendetwas herausziehen muss. Und dieses Herausgezogene ist für mich das Imaginär-Reale, wenn man es so bezeichnen kann. Ich habe gesehen, dass schon Bewegung ist im Publikum, aber ich wollte gerne noch für einen Moment bei diesem Satz bleiben. Wir konnten es uns nicht vorstellen. Sie haben gesagt, es ist ja auch gut so. Ich denke jetzt noch mal zurück an den Vortrag an die Mosse-Lecture von Hannah Cloak, die eben sehr stark darauf setzt, wir müssen uns mehr vorstellen können, sonst wird der Katastrophenschutz, das Ernstnehmen von Warnungen und so weiter, sonst wird das nicht funktionieren. Und jetzt nochmal in dieser Arte-Dokumentation wurde gezeigt, wie in japanischen Schulen Kinder mit VR-Brillen sozusagen im Grunde Hals hoch im oder Brust hoch im Wasser stehen und lernen müssen, was dann zu tun ist. Also da wird einem zwar flau, wenn man das sieht, aber jetzt im Zuge von
Katastrophenschutz in Zeiten des Klimawandels und so weiter und so fort, ist das möglicherweise eine ebenso gute Option wie das Lesen von Literatur, die wir natürlich nicht zu Warnzwecken oder nicht nur zu Warnzwecken lesen wollen. Das ist Dialektis. Ne? Also natürlich sollte man sich schützen, ne? Wenn man eine Gefahr sieht, ne? Und die Gefahr in irgendeiner Art und Weise detektiert. Das ist sozusagen jetzt dieser naturwissenschaftliche Standpunkt, Standpunkt des Technokraten, des Politikers. Der andere Standpunkt ist der, also ein philosophischer, den man auch mitdenken kann, dass wir schlicht und ergreifend nicht alle Gefahren voraussehen können. Und dass, indem man sich gegen bestimmte Gefahren wehrt oder, sagen wir mal, glaubt, sich dagegen schützen zu können, übersieht man natürlich andere, ne? Die man dann nicht wahrnimmt. Das heißt also, ich glaube, es ist so eine Art Hybris, in der wir leben. Wir glauben sozusagen, wir könnten jegliche Gefahr bezwingen, indem wir alle möglichen Kalkulationen aufstellen und alle Vorkehrungen treffen. Das heißt nicht, dass man die nicht treffen sollte, ne? Man sollte aber auch die andere Seite bedenken, was aus einer Gesellschaft wird, wenn sie sozusagen nur noch im Gefahrenmodus sich befindet. Stefan Willer hatte sich gemeldet. Wir haben ein Saalmikro und wer etwas sagen möchte, wartet immer einen kleinen Moment auf das Mikrofon, ja? Vielen Dank, Herr Scheuer, für die Lesung und die Überlegungen. Ich möchte mich auf etwas beziehen, was Sie jetzt eben im Gespräch gesagt haben, dass wir in einer Verhinderungsgesellschaft leben oder könnte vielleicht auch sagen, weiß nicht, in einem Präventionsregime. Das hat mich überrascht, also positiv überrascht im Zusammenhang mit dem, worüber Sie gesprochen haben oder worüber wir hier sprechen. Und Ulrike, du hast das ja auch nochmal in Erinnerung gerufen vor der Lesung und jetzt auch nochmal im Gespräch, dass wir gerade im ersten Vortrag der Reihe ja eine ziemlich starke Kritik einer nicht funktionierenden Prävention gehört haben. Was mich jetzt daran interessiert oder wozu ich Sie noch mal fragen wollte, wären tatsächlich die Zeitverhältnisse, von denen man da spricht. Also man könnte sich ja tatsächlich fragen, ob es überhaupt um Prävention geht, wenn es um Frühwarnung geht, wo man sagt, also man muss nur früh genug registrieren, dass schon etwas geschieht. Und das ist dann in dem Sinne gar nicht Prävention, sondern man behandelt schon etwas, was im Kommen ist. Also die Welle kommt schon und das ist dann ja eigentlich nicht mehr präventiv sozusagen. Sie haben in dem, was Sie uns gezeigt oder vorgelesen haben, aber ja auch immer wieder, würde ich sagen, prophetische, vielleicht auch so prophetisch-apokalyptische Szenarien aufgerufen, wo man ja dann schon sagen kann, hier wird eigentlich ziemlich stark im Zukunftsmodus gesprochen und schon auch in der Weise, dass eben ein späteres Geschehen sich als irgendwie Realisierung einer vorherigen Zukunftsschau darbietet. Und das wollte ich Sie eigentlich einfach nur noch mal fragen, wie Sie zu diesen Zukunftsverhältnissen stehen. Und wenn ich da vielleicht noch einen Punkt, also mit diesem Präventionsregime, ich glaube, was heute ebenso oft ja dann angebracht wird, ist so ein anderer Begriff, der eigentlich gar nicht mehr so zukunftsorientiert ist, nämlich Resilienz. Also mit anderen Worten, es kommt ohnehin ganz schlimm, dann muss man nur zusehen, dass man eben gut genug gewappnet ist, was ja ein sehr, sehr kühles Argument sein kann. Also wer jetzt eben nicht resilient genug ist, der hat sozusagen Pech gehabt.
Und deswegen wäre vielleicht auch noch mal zu fragen, inwiefern man überhaupt jetzt noch in Zukunftsverhältnissen sich befindet. Irgendwie sind wir immer in Zukunftsverhältnissen, weil immer noch etwas anderes kommt. Aber im Hinblick auf das, was jetzt ganz konkret in der Eifel und im Ahrtal passiert ist, also ich habe die Dokumentation nicht gesehen, aber ich war ja selbst mehr oder weniger da. Also es ist so, dass wenn man beispielsweise das Ahrtal betrachtet und sieht, da waren die Römer. Ne? Die Römer haben ihre Villen immer nur an Hängen gebaut. Die sind nicht auf die Idee gekommen, direkt am Fluss ihre Villen zu bauen. Ne? Das heißt, die wussten das schon. Die wussten, dass Überschwemmungen möglich sind. Und aber wir bauen ganze Flusslandschaften zu. Wir hatten so einen Spaziergang vorhin am Fluss entlang und da ist das ja auch thematisiert worden, dass man im Grunde den Fluss gar nicht mehr zur Geltung kommen lässt. Man zwängt ihn ein, man kanalisiert ihn und jetzt müsste man das ja auch hier in Berlin etwas anders machen, um ihm etwas mehr Raum geben, sich auszubreiten. Und das sind, sagen wir mal, ja, im Grunde Prävention, die man jetzt ellenlang aufzählen könnte, von Überschwemmungsgebieten etc. Aber ich glaube, man hat das wieder nicht gelernt. Man macht weiter wie bisher. Man fällt in den Uferregionen jetzt plötzlich Bäume, ne? um zu verhindern, dass diese Bäume dann von der Flut rausgerissen werden und sich irgendwo vor Brücken stauen und dann wieder Überschwemmungen kommen. Auf der anderen Seite ist dieses Ufergestrüpp und die Bäume natürlich sehr wichtig für die Veränderung der Strömungsgeschwindigkeiten. Also das sind alles sehr komplexe Vorgänge und die auch sehr, sagen wir mal, durch Interessen und alles Mögliche beeinflusst werden. Thorsten Flü, das Mikrofon kommt, ja. Ja, vielen Dank für die schöne Lesung. Ich möchte die Frage etwas anders stellen als Ulrike Vetter, nämlich wie weit Flutgeschichten uns nicht von der Wiege bis zur Bahre eigentlich in der Weltliteratur, in vielen Texten immer wieder begegnen. Wenn ich an meine Schwester denke, bevor sie ihren Sohn gebar, saß sie in der Entbindungsklinik und da war dann im Wartezimmer Arche Noah. Und dadurch kam sie auf die Idee, ihren Sohn Noah zu nennen. So. Das ist doch sehr deutlich, noch deutlicher vielleicht als bei Pandemiegeschichten, dass es immer schon auch Vorerzählungen gibt. Wie ist das für Sie? Sie haben das jetzt so sehr auf Ihr persönliches Erleben zurückgeführt. Also, Geschichten fangen immer mit dem persönlichen Erleben an. Ob sie jetzt irgendwann in einem Roman enden, ganz am Anfang steht auf jeden Fall immer schon persönliches Erleben. Und im Roman wird das nur irgendwie umgewandelt. Aber ich habe jetzt irgendwie den Faden verloren. Könnten Sie die Frage nochmal wiederholen? Es ging um die Weltliteratur. Ach so, ja. Also, ja, ich glaube also, dass Flussgeschichten und Wasser ein großer Topos sind. Also, ich habe selbst keine literarischen Studien darüber erhoben, aber sehr viele Romane haben das zum Gegenstand. Und ich weiß nicht, ob so viele Romane es so exzessiv wie ich haben, aber es ist auch so, dass im Grunde aus dem Fluss alles entspringt, ne?
Und Weinberger hat zum Beispiel gesagt, dass der Fluss der Ursprung der Poesie ist. Und das glaube ich auch, weil man kann ihn wunderbar, kann wunderbar mit ihm arbeiten, so in Zeitebenen. Man kann Sachen in ihm verschwinden lassen, kann die Sachen wieder zum Vorschein bringen lassen. Also er ermöglicht einem ganz, ganz viele, wenn ich das mal so sagen darf, literarische Tricks. Ethel Matala, bitte. Ja, ganz großen Dank auch von meiner Seite für die sehr interessante Lesung, in der ich auch Passagen wiedererkannt habe, die mir schon gefallen haben, als Sie so kleine Intarsien einmal für die Süddeutsche Zeitung, Sie haben das erwähnt, geschrieben haben, die jetzt aber ganz anders kontextualisiert waren. Und meine Fragen gehen in unterschiedliche Richtungen. Die eine bezieht sich auf die Rolle der Vergangenheit in dem, was Sie vorgetragen haben. Sehr präsent waren Horaz, mit ihm haben Sie begonnen und abgeschlossen, Sappho und Cicero. Und da gab es ganz unterschiedliche Spuren in Ihrer Lesung, um das zu rechtfertigen. Auf der einen Seite der Vitalitätsquell, nicht der Dichtung, nicht der kastalische Quell, sondern die Buchhandlung, die Qualitätsbuchhandlung, die in der Eifel Einzug erhalten hat und sogar expandieren konnte. Und das andere Vitalitätszentrum für mich mindestens so wichtig, weil auch mit eigenen Kindheitserinnerungen am Rhein verbunden, die italienische Eisdiele, also ein Nachfahre der vielen Römer, die sie zitiert haben, den es in die Eifel verschlagen hat. Aber das war vielleicht nicht der Anlass, um so viele antike Dichter und Dichterinnen hier aufmarschieren zu lassen. Also möchten Sie dazu etwas sagen, warum Ihnen dieser Rekurs wichtig war? Das wäre meine erste Frage. Und die zweite ist ganz anders gelagert und bezieht sich auf die Konstellation zweier Wellen in Ihrem Vortrag, von denen ich den Eindruck hatte, die haben Sie sehr unterschiedlich beschrieben. Wir alle haben die im letzten Jahr in unmittelbarer Aufeinanderfolge erlebt. Die Pandemie, die in Metaphern von Wellen beschrieben worden ist. Auch jetzt laufen wir wieder auf eine Welle zu, hören wir, die uns im Herbst mit Wucht treffen wird. Und da haben Sie für mich in der Beschreibungssprache sehr schroff gesagt, das ist etwas, das wird von den Medien für uns inszeniert. Das deckt sich nicht mit unserer Erfahrungswelt, das ist nicht real. Und ich konnte in Ihrer Beschreibung nicht ausmachen, ob Sie es für überdramatisiert hielten, also ob Sie sagen wollten, und mir geht es nicht um Corona-Leugnung, verstehen Sie das nicht, sondern mir geht es um diesen Imaginationspol. Ja? Also dass etwas nicht in der Erfahrung präsent ist oder jedenfalls nicht als Gefahr präsent ist, aber ständig Gegenstand einer medialen Rede ist, die mögliche Zukünfte beschwört und deswegen für einen gewissen Alarmismus sorgt, der Ihnen suspekt ist. Und dagegen haben Sie die andere Flut gestellt, die Sie selbst schon antizipiert hatten und von der Sie dann im Nachhinein auch im Rückbezug auf Ihr eigenes Schreiben sagten, Sie beschreiben nicht die Realität, sondern das Reale. Also können Sie etwas sagen zu diesen unterschiedlichen Wellenerfahrungen, die Sie in der Eifel ganz konkret gemacht haben und jetzt offenbar in der Lesung veranlasst haben, zwischen diesen beiden Wellen zu differenzieren und dem, was mit dem Regen kam, mit dem Starkregen kam und eine ganz andere Unwiderstehlichkeit entwickelt hat, warum Sie das so in diesen Kontrast gerückt haben? Also die Eifel ist ein abgelegenes Gebiet, ne? Und wenn man da so vor sich hin lebt, ne, dann merkt man das gar nicht, ne, was so sonst wo passiert. Ne. Das heißt also, ich kann es mal beschreiben, in 500 Seelendorf, in diesem 500 Seelendorf war während dieser ganzen Corona-Zeit, waren vielleicht 3 oder 4 Leute mal erkrankt, das war alles. Ne. Diese Flutwelle war etwas, was die Leute sofort betroffen hat, wo sie wussten, wir wissen, was los ist. Ein Bauer, der auf sein Feld fährt, braucht keine Maske. Ne? Und jedenfalls
ist das für mich so ein Punkt gewesen, der mich dazu gebracht hat, die unterschiedlichen Sachen zu gewichten. Und dann haben Sie ganz am Anfang noch die andere Frage gestellt. Was war das mit dem? Ach so, ja. Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich nach Berlin komme, ne, dann muss doch zeigen, dass man in der Eifel auch Horaz und Cicero und anders kennt, vor allen Dingen, wenn man eine Lesung in der Humboldt-Universität hat. Michael Kemper hatte sich gemeldet. Ja, ich habe eine Frage, die hört sich vielleicht ein bisschen unmoralisch an, ist es vielleicht auch. Ich muss gestehen, nachdem schon so viele Heimaten geoutet worden sind, dass ich mehrere Jahre an der Elbe gelebt habe, in Altona. Und ich erinnere noch sehr gut, dass wir bei Überschwemmungen häufig dann zum Fischmarkt gezogen sind und unter großem Gejohle wahrgenommen haben, wie nach Möglichkeit ein Mercedes in den Fluten versank. Das war natürlich eine Faszinationsgeschichte, die in gewisser Weise auch töricht überhöht war, weil wir das Gefühl hatten, hier holt sich die Natur etwas zurück. Das ist töricht, weil es eigentlich natürlich die Eindeichung ist, die Flut verursacht hat oder dieses Hochwasser verursacht hat. Ich bleibe aber mal dabei, und da Sie ja auch mit der Flut in Ihren Romanen mit dem Wasser vorher gearbeitet haben, ist nicht auch ein Stück diese kindhafte Vorstellung dabei, dass das auch irgendwas Faszinierendes, Gerechtes ist, was da passiert. Und natürlich bricht das dann irgendwann bei diesen unsäglichen Opfern und so weiter. Das ist schon klar. Aber die Frage nach der Faszination. Ich finde das klasse. Also es ist natürlich was Kindhaftes. Also all diese Eindrücke, die man hat, wenn man schreibt, stammen ja zum großen Teil aus der Kindheit. Also die Bilder, die festgefahrensten Bilder sind aus der Kindheit. Und immer waren es Überschwemmungen und irgendeine Lust, bei diesen Überschwemmungen dabei zu sein. Und man hat nicht realisiert, was eigentlich den Erwachsenen, die darunter zu leiden hatten, sondern als Kind fährt man durch die Gegend mit dem Rad oder so und nimmt sich wahr. Aber ich glaube, unbewusst, ne? Unbewusst ist einem trotzdem diese Dramatik wichtig, oder man behält sie und die sind dann irgendwann Teil des Schreibens. Und wenn man dann darüber reflektiert, kommt natürlich der moralische Aspekt. Aber ganz am Anfang steht so etwas wie eine tiefe Faszination. Ich wollte gerne nach einer Formulierung noch mal fragen, die wir gehört haben in der Lesung, als es darum geht, an der Stelle, ein richtiger Streckengänger bin ich nicht geworden, wo es um das Gehen geht und um das Denken im Gehen. Und da haben Sie davon gesprochen, dass Sie sozusagen denkend im Gehen oder gehend im Denken es Ihnen um die Grenze von Sichtbaren und Unsichtbaren, vom Sagbaren und vom Unsagbaren geht. Und auch das ist ja so ein Topos, das Denken im Gehen, ich weiß nicht, von Rousseau und vielen anderen sozusagen thematisiert. Aber es ist natürlich auch eine Erfahrung, oder ich unterstelle jetzt, dass es auch eine Erfahrung ist. Sie haben jetzt ein bisschen vom jugendlichen Fahrradfahren gesprochen oder auch vom erwachsenen Fahrradfahren, aber dieses Gehen. Und
dass diese Frage draußen zu sein oder auch in der Natur zu sein, dass das Gehen verändert. Also ich hatte noch mal mir notiert einen Satz von Thoreau, auf den Sie ja auch in der Sprache der Vögel zu sprechen kommen, wo er sagt, es sei sinnlos, unsere Schritte zum Wald zu lenken, wenn wir dort gar nicht ankommen. Was soll ich im Wald, wenn ich dabei an etwas denke, das nicht im Wald ist? Das könnte man jetzt als eine Verkleinerung oder eine Miniaturisierung der Welt sehen, aber natürlich auch als eine Intensivierung der Welt sehen. Also vielleicht könnten Sie zu dieser Frage des Gehens noch mal etwas sagen. Aber zuerst muss ich was zum Radfahren sagen. Eigentlich ich habe mal versucht, das beim Radfahren zu machen, zu denken und zu beobachten. Der Effekt war, dass ich mich ziemlich unsanft hingelegt habe. Während ich fuhr, habe ich nach Vögeln Ausschau gehalten, nach einem Bussard, der gerade über mir kreiste und einen Moment die Kontrolle über das Rad verloren und mich dann überschlagen. Seither denke ich nicht mehr beim Radfahren. Aber beim Gehen. Es ist so, dass das für mich ganz wichtig ist. Also eigentlich gehe ich nur noch spazieren. Also ich stehe morgens auf, gehe mit meinem Hund raus, laufe 2-3 Stunden mit ihm, komme zurück, frühstücke, lese was und dann gehe ich wieder spazieren. Und dabei, also das mit dem Denken ist natürlich ein bisschen überhöht, als wenn man die ganze Zeit so denkend durch die Gegend läuft. Ich spaziere so durch die Gegend und manchmal fällt mir was ein und dann mache ich Notizen oder ich mache keine. Also ich bin mittlerweile in einem Alter, wo ich meine, ich müsste nicht andauernd was aufschreiben. Also so ist das. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das sein wird, wenn ich die Idee für den nächsten Roman habe. Ob ich dann mich irgendwo in den Wald setze und den Roman schreibe oder ob ich im Gehen schreibe oder was auch immer. Jedenfalls im Moment mache ich nichts anderes als spazieren gehen und so vor mich hindenken. Und auch vor sich hin schauen wahrscheinlich. Denn Gehen und Sehen hängt ja zusammen. Und gerade das Gehen an Flüssen sorgt ja auch dafür, oder man schaut in den Fluss, sieht sich womöglich selber. Ich denke da jetzt an den Anfang von einer kleinen oder einer eigentlich großen, aber fragmentgebliebenen Novelle von Annette von Droste-Hülshoff, Ledwina. Das beginnt mit einem Spaziergang oder mit einem Gang. Ledwina geht am Fluss entlang und sieht sich selber im Fluss und ihr Spiegelbild zerreißt in diese Wellen hinein und das ist dann natürlich schon so eine Vorausschau auf das, was also wie sie sich verloren gehen wird im Verlaufe des Textes. Also wir haben nicht nur Gehen und Denken, wir haben ja auch das Sehen. Erst recht am Fluss entlang. Frau Vetter, ich bin natürlich gar nicht auf die Idee gekommen. Natürlich, das Schauen und Sehen ist eigentlich das ganz Entscheidende. Aber Schauen und Sehen ist ja, wie Kant sagt, das Mannigfaltige der Anschauung sozusagen zusammenfügen. Und es ist im Grunde Denken. Schauen und Sehen ist eigentlich Denken. Hier vorne ist eine Meldung, Caroline. Ich habe eine Frage, weil Sie jetzt schon mehrmals mit Ihrer, sage ich mal, Eifel-Existenz kokettiert haben oder so. Was ist die, ich bin auch Rheinland-Pfälzer, aber nicht aus Eifel, aber Nähe von Trier stammt. Was ist die Eifel für Sie? Was hält Sie dort? Was bleibt mir anderes übrig, als in Berlin mit der Eifel zu kokettieren? Wenn ich jetzt sagen würde, ich komme aus Köln, da würden Sie doch milde lächeln, oder? Aber
Die Eifel ist so klein, dass man sie gar nicht ernst nimmt. Deswegen kann man viel besser damit kokettieren als mit sagen wir mal, irgendeiner anderen Stadt in Deutschland. Aber ernsthaft, also es ist so, dass ich kein Kokettieren, also ich bin im Grunde in der Eifel geboren, ne? Und bin bis 20 war ich nicht in der Stadt. Mit 20 war ich zum ersten Mal, glaube ich, in Köln. Und irgendwann habe ich dann studiert und war da in 2, 3 Städten und das war's. Also das ist sozusagen die Gegend, die ich einigermaßen kenne. Also wo ich sozusagen eine Orientierung habe. Ne? Also ich lebe da und weiß in jede Himmelsrichtung, was mich erwartet. Ne? Wenn ich in Berlin bin, muss ich im City Inn oben in die 36. Etage und über die Stadt gucken, um mich ein bisschen zu orientieren. Also das ist einfach so. Ne? So, wir haben eine letzte Frage, bevor wir dann schließen. Erik Porath. Ja, ich wollte noch mal das Stichwort Fassungsvermögen, Auffassungsgabe aufgreifen. Ich habe jetzt eher so einen Eindruck gewonnen, dass Sie eigentlich eine sehr skeptische Haltung uns skizziert haben. Unser Umgang mit Katastrophen wird bestimmt eben, dass wir versuchen, das, was wir absehen können, zu verhindern und vielleicht auch noch die Einsicht haben, dass wir nicht alles vorhersehen können. Und am erstaunlichsten finde ich eben dann, dass Sie am Tag nach der Katastrophe quasi schon der Experte waren für die Nachrichtensendungen, weil Sie sich vorher ja schon ein Bild gemacht hatten von so einer Katastrophe. Also da gab es ein Bild, da konnte man was vorhersehen, vielleicht sogar, also eben nicht vorhersagen im Sinne, morgen kommt es oder in 3 Wochen. Und in der Rückschau hat man natürlich dann sofort die Idee, was ist alles schiefgelaufen, muss jetzt eruiert werden, was hat alles nicht geklappt und so weiter. Also da versucht man dann eben aus dem katastrophischen Geschehen sozusagen irgendeine Art von Einsicht oder Nutzen zu ziehen, der die mögliche nächste Katastrophe derselben Art verhindert. Aber natürlich nicht eine Katastrophe, die nicht nach derselben Art ist. Also ich wollte gerne nochmal nach diesem Verhältnis von, was stellen wir uns eigentlich alles vor? Und oft der hinter der nach der Katastrophe nachfolgenden Reflexion, das haben wir uns so nicht vorstellen können. Also dieses Missverhältnis sozusagen, ob Sie da noch ein bisschen was zu sagen können, weil es klang jetzt eben sehr skeptisch, fast pessimistisch im Sinne einer anthropologischen Diagnose. Ja? Ich glaube, das ist auch so, das ist mein Skeptizismus. Also von daher will ich das, es ist einfach so, dass ich glaube, dass wir nicht alle Katastrophen vorhersehen können, vor allen Dingen in ihrer Art und Weise, wie sie sich dann letztendlich ereignen. Damit sage ich nicht, dass wir nicht Vorkehrungen treffen müssen. Ne? Aber ich glaube auch, dass wir bei all dem nicht vergessen dürfen, dass wir leben. Ne? Müssen, ne? Und nicht vor lauter Angst vor allen möglichen Katastrophen, die uns möglicherweise ereilen können, sozusagen das Leben vergessen. Das ist sozusagen meine Aussage. Ich gebe 2 Hinweise noch zum Schluss. Den einen, dass ich habe jetzt das Datum leider nicht parat, aber in ungefähr 2 Wochen
Norbert Scheuer eine Lesung im LCB haben wird aus seinem neuen Roman Mutabor. Also da können Sie dann weitere Texte und weitere hören und weitere Gespräche führen. Und wir sehen uns zur Mosse Lecture im Wintersemester dann zum Thema Stimme. Bis dahin einen schönen und ruhigen Sommer und ganz, ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Scheuer. Danke. Vielen, vielen Dank, dass Sie an einem so schönen Sommerabend hier hingekommen sind und mir zugehört haben. Danke.